zur Reparatur. Was ist denn der Flachmus? Jo, der Lüfter hat sich gelöst. Haben wir gerade im Standgas gehört, deswegen nehmen Sie mal kurz fest. Die Kiste tropft den Kies aus der Reihe raus. Trabant hat auch schon gut sein Revier markiert. Ja. So Mädels, wir sind back. Wir sind jetzt endlich an unserem Zeltplatz angekommen. Hat leider ziemlich lange gedauert, war ein bisschen frustrierender Tag. Wir hatten am Anfang des Tages ja unsere Klamotten hoch auf den Dachgepäckträger gehangen. Also alles, was wir heute Morgen zum Beispiel zum Schwimmen und so anhatten. Und es war alles nass, weil wir sind in zig Schauer reingefahren. Mittlerweile ist trocken. Wir sind heute, ich glaube, knapp 700 Kilometer gefahren. Also wir sind schon weit gekommen. Wir sind Luftlinie ca. 150 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt und werden das Ganze morgen angehen. Sprich, heute ist unser letzter Tag in Schweden. Wenn alles gut läuft, heißt nicht immer, dass alles gut läuft. Deswegen machen wir uns das hier auch nicht gar so gemütlich. Wir haben einfach nur das Zelt hier hingestellt, den Trabant daneben. Wir sind auch nur hier an so einer Wendeschleife. Da hinten ist so ein See, da kommt man aber nicht wirklich ran. Und wir machen jetzt gerade noch ein Feuerchen. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Und dann gibt es Abendbrot. Ein bisschen Abendbrot haben wir noch. Wie man vielleicht sieht, es sind verdammt viele Mücken hier. Deswegen, wir haben uns auch schon ordentlich eingesprüht mit Autan. Und machen uns jetzt einfach noch einen gemütlichen Abend, weil wir sind beide echt breit. Waren viele Kilometer, war sehr anstrengend. Aber immerhin einen Schritt näher an unserem Ziel. Und deswegen, wir freuen uns schon auf morgen, wenn es dann Richtung Finnland geht. Es sollte diese Nacht nicht regnen. Wir wollen es nicht beschreien, aber das Wetter macht jetzt nicht wirklich so einen guten. Deshalb sind wir mal gespannt. Und morgen geht's weiter. Wir essen jetzt noch was und ansonsten sieht man sich morgen. Ciao. Hallo? Filmst du? Kannst du mal meine Kamera in Ruhe lassen? Ich mal tue jetzt Dinge aus Gründen, weil ich bin Influencer. Guck dir diesen wunderschönen Simon an, Simon. Ich bin jetzt im, wie heißt das Nest? Blumen. Lela. Nee. Lulea. Lulea sind wir jetzt angekommen. Ja, wir trinken jetzt noch ein bisschen und essen noch Roster. Und ja, wir sind schon ziemlich weit im Norden. Das ist schon mal ganz cool. Und ja, hier wird es nicht mehr so wirklich dunkel. Es ist einfach fucking 9:30. Es ist 9:30 und es könnte genauso gut ein bewölkter Donnerstagnachmittag sein. Ist es aber nicht, weil wir einfach hier fucking im Norden sind. Deswegen bis zum Polarkreis haben wir Luftlinie. Was meinst du? 200 Kilometer? Maximal? Ja, so in etwa. Irgendwas um den Dreh rum. Ja, wir haben uns hier so ein kleines Hütchen rausgesucht, wo man sich was zu phrasen machen kann. Und da hinten kommen auch schon Angry People. Auf ein neues. Wir widmen uns jetzt dem Alkohol. Ja, dafür, dass wir erst 4 Nächte gemacht haben, ist aus unserem Wodka-Kanister schon ein bisschen was raus. Ja, aber trotzdem, nicht saufen ist auch keine Lösung. Von daher. Mr. Influencer. Hier ist wieder Marek Wunderlich, euer Lieblingsinfluencer. Ich würde sagen, wir sind jetzt in Schweden, fahren jetzt nach Finnland. Heute Morgen lag mal im Zelt, hatten festgestellt, auf dem Wetterradar sieht es so aus, als würden wir heute in den massivsten Schauer fahren. Und das Ganze in etwa den ganzen Tag. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, wie schlimm das tatsächlich wird. Ja, jetzt haben wir so gegen 10, glaube ich. Irgend sowas, warte, ich gucke aufs Zeiteisen. 9.39 Uhr. Genau. Challenge heute Finnland. Wie weit, wissen wir noch nicht. Wir müssen auch noch ein bisschen was einkaufen gehen, dass wir noch über ein paar Tage kommen. Und ja, dann schießen wir mal. Heute fährt mal Ramek. Und sind wir mal gespannt, was der Tag so bringt.
Das hätte ich jetzt genauso gesagt alles. Wir sind irgendwo in Lappland. Also, wir haben den Polarkreis erreicht. Wir sind jetzt in etwa, wie viele Kilometer von der russischen Grenze? 60, 70, irgend sowas. Sind wir von der russischen Grenze entfernt. Bis zum Nordkap ist es noch eine ganze Ecke. Also ich sag mal 500 Kilometer bestimmt noch. So sah es zumindest auf der Karte aus. Wir haben uns hier eine kleine Talsperre gesucht. Ist an sich ganz gemütlich. Wir hatten da vorne ein bisschen stressgerecht, weil wir an der anderen Seite waren. Und da war so ein Typ, der konnte halt überhaupt kein Englisch. Und dann... Wir sind aus Versehen in seinen Garten gefahren. Dann hat er uns das Techno-Viereck gezeigt, das durchgestrichen gemacht und meinte, dass wir abhauen sollen. Und das Ganze halt auf Schwedisch. Nee, Finnisch. Finnisch, wir sind ja Finnland mittlerweile. Jo. Ansonsten haben wir heute ein bisschen Finnland kennengelernt. Haben festgestellt, dass in Finnland einfach... der Hund echt begraben ist. Hier ist wirklich nichts. Also du fährst über die finnische Autobahn und dir kommen halt mehr Rentiere entgegen als Autos. Das war schon ganz schön krass. Das ist echt krass. Ganz andere Welt. Deswegen, wir machen uns hier noch ein bisschen bunten. Der Kanister steht und nachher gibt's Raisin und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Also, macht's gut.